Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück. Nachricht von Doc. Spider-Man. Nachricht von Doc. Verzeihen Sie den späten Anruf, ich platze vor Ideen. Oh. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlende Gliedmaßen durch Kopien ersetzen, wenn wir sie verbessern können? Aha. Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres bieten. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie mal darüber nach. Doc reibt sich wirklich auf. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Ja, aber vorher war seine Idee ja gut, Leuten zu helfen, die einen Körperteil verloren haben. Aber jetzt einfach nur Körperteile verbessern. Naja, wir müssen zur nächsten Hauptmission erstmal. Erstmal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Spider-Man. Danke auch für die Unterstützung der letzten Videos, für die Daumen nach oben. Sehr nett von euch. Wir gehen jetzt aber zu Oscorp. Und zwar wollen wir Osborn zur Rede stellen. Denn Martin Lee plant ja etwas mit einer Erfindung, die ja da gemacht wurde. Nämlich den Todesatem. Und Osborn versucht ja auch irgendwie zu verheimlichen, dass er was damit zu tun hat, mit dieser Forschungsaufgabe. Damit hat er ja seine Leute auch beauftragt, das geheim zu halten. Und deswegen müssen wir ihn jetzt mal zur Rede stellen, was er dann von Angesicht zu Angesicht hier sagt, wenn wir da aufschlagen. So, aber das Oscorp-Gebäude ist auch das da. Warum muss ich denn hier hin? Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Deswegen, wir wollen also als Spider-Man da rein. Ja klar, Peter Parker kommt ja nicht rein. Ich meine, er schützt sich jetzt mit der ganzen... Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Okay. Er schützt sich ja mit der ganzen Söldnerfirma. Ich war dir noch nie so... Da lässt er hier so einen Student natürlich nicht da rein. Und er hat Angst vor den Dämonen, der Osborn. Das kommt auch noch dazu. Okay. Von hier aus soll ich mich reinhacken. Schauen wir mal. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Ja, die führen aber auch noch nach links und nach rechts. Aber wir gehen erstmal nach oben. Na also, ein Sicherheitsmodul. Das ist das Sicherheitsmodul. Bin zu schnell gelaufen. Gucken wir mal, ob wir da hineinkommen. Kann ich die Tür öffnen? Nö. Ah, gedrückt halten, zum Hacken. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. 4? 4 nur? In dem großen Gebäude? Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Ja. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Ja, echt. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall den Laserpointern da oben ausweichen. Sonst snipen die mich hier von der Hausfassade. Nein. Wow. Mensch, blöd, wenn man überall festkleben kann. Oh, okay. Na, ob wir in der Mission vielleicht wieder die gute Sable treffen. Mit ihrem netten Akzent. Das ist nur ein Dingsknoten. Wow, Laser, Punkt. Boah, die Steuerung ist so über Kopf, dann... gerade wenn er diese Wechsel macht von einer Wand zur anderen, ist das etwas lästig. An alle Sable-Teams, verwirrend. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Ein Experten? Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Der Experte wird geholt. Da haben wir den nächsten Knopf, den ich hacken muss. Nummer 2. Da ist das zweite Modul. Okay. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Ich glaube, das war ich. Boah, jetzt auch noch Drohnen. Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Ja, echt, jeder Drohnen. Und Oscorp hier hat die besten. Bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Ja, das ja. Versuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, nur noch 2 Module. Ja. Frage ist, was sie dann nochmal für Lampen hier anmachen, ey. Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleib aber nur wachsam. Die geringe Möglichkeit. Ganz gering. So, hier ist der letzte Kasten. Hau ab, Punkt! Da ist es. Na, ich muss auch noch richtig stehen. Na,
Ich habe Angst, dass der Punkt zurückkommt. Verdammt, jetzt ist doch ein Subsystem offline. Überprüft. Darf ich jetzt rein? 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Der Hubschrauber! Weg, weg, weg. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Muss ich doch noch einen weiteren hacken? Dieses letzte Modul? Das letzte Modul? Ich denke, das waren nur drei. Hat er vier gesagt? So. Da lang. Oh, 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 oh. Mensch. Fahr wieder runter. Genau. Dann ein bisschen schneller laufen. Ich habe halt Schiss, wenn ich zu schnell laufe, dass ich da blindlings in so ein Ding reinrenne. So. Ah, da ist das letzte. Juhu, das letzte. Gut, ja. Jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Die Lampen hier sind so hell, da müssen wir ihn eigentlich sehen. Negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein. Hier sind nur wir Spinnen. Genau. Ach, wahrscheinlich wieder durch einen Lüftungsschacht. So. Gucken wir mal, ob der allein im Büro ist, der Osborne. Moment, wir wechseln auf eine Büro. Sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Oh ja. Mio-Statue? Wovon reden Sie? Die Mio-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Oh oh. Wer hat die Akte? Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. Damit ist MJ jetzt aber in Gefahr, wenn sie das rausfinden, dass sie die Akte hat. Osborne will sie auch haben. Jackpot. Jackpot? Oh, er ist gar nicht mehr drin. So, hacken wir mal seinen Rechner. Schnell, schnell. GR27. Das Projekt kenne ich nicht. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. Okay. Er will also hier den Todesatem programmieren. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Wow, das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Erbkrankheiten heilen? Krass. Okay, the good. Hocheffektiv. Mhm. Peter, warum sagst du nichts mehr? Ah, und hier sind die schlechten. Die schlechten Sachen. Das Gute ist, es ist sehr effektiv. Das Schlechte. Viral Delivery Mechanism incorrectly targets Immunsystem. Okay, das Immunsystem wird geschwächt. Infect Subject High Contagious. Die sind dann sehr ansteckend. Eine Ratte, bei der es nicht funktioniert hat, kann in 7 Tagen... 40 weitere Ratten infizieren. Das ist natürlich schlecht. Gruselig. Alle tot. Alle Ratten tot. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Aha. Er ist also noch nicht vollständig fertig entwickelt und tötet lieber. Devil's Breath. Mhm. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Okay. Dankeschön. Schwächt das Immunsystem dann. Macht den Träger dann sehr, sehr ansteckend. Und verbreitet sich dann wahrscheinlich in der Luft. Spider-Hack abgeschlossen. So, wem erzählen wir das jetzt? Juri? Stufe 29. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren.
Ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Sollte ich vielleicht auch mal wieder was einsetzen. Schon wieder schon wieder 2 neue Anzüge hier. Was haben wir denn hier jetzt? Alter, was ist denn das für ein Robocop, ey? Spider-Armor-Anzug. Mhm. Platten aus Titanlegierung. Dynamisches Semiliquis Smart Metal, das alle Kugeln außer Scharfschützenpatronen reflektiert. Genau. Reflektiert. Mhm. Das ist doch nicht mehr Spider-Man, ey. Du kannst doch nicht rumlaufen. Das ist doch übertrieben. Ich finde die anderen Anzüge ja schon recht übertrieben. Was haben wir hier? Spider-Man von 2099? Ja, der sieht schon an sich mega aus. Aus der Zukunft. Oder was? Spider-Man 2099. Verringere die Schwerkraft, solange du in der Luft bist. Okay. Geringe Schwerkraft kann man damit freischalten. Ey, mächtige Anzüge, oder? Aber, naja, ich werde einige vielleicht mal ausprobieren von den Fähigkeiten her. Aber ich finde ja, die sehen alle so übertrieben aus. Ich habe es ja dann lieber in den Zwischensequenzen, wenn Spider-Man dann so aussieht, wie man sich das so vorstellt. So halt. Oder halt der neue für das Spiel hier, den finde ich eigentlich auch noch ziemlich gut. Die hier unten sind noch nicht freigeschaltet. Okay. Ich wollte Fertigkeiten gucken, ne? Ja, ich will sowieso alles lernen. Halte in der Luft gedrückt, um die Leute hochzuziehen. Das ist auch sehr geil. Kostet 2 Punkte. Luftreißer ist jetzt in der Move-Liste verfügbar. Und was haben wir noch? Der Schwungtritt schlägt jetzt Gegner mit Schilden nieder. Finde ich auch geil. Und das war's. So, wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr viele Fähigkeiten. So, oh, guck mal, was für eine schöne Sicht zum Central Park. Was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Mhm. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Central Park. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Ja. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schief gehen. Ich muss zum Central Park. Ich bin da. Ich bin im Central Park. Warum will sie sich reinschleichen, wenn wir das viel besser können? Mann, MJ, denk doch mal nach. So, hier ist ein Monolith. Und da ist das gefährliche Lager. Wo bist du, MJ? Mist. Wie schnell kommt die da hin? Ah ja, 15 Minuten zuvor. Hallo, wir waren vor 2 Minuten noch am Handy. Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Mhm. Ich muss an der Wache vorbei. Oh Gott, MJ. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Okay, die Zeit läuft ja auf jeden Fall sehr, sehr interessant ab. Denn wenn ich hier gerade noch über den Central Park schwinge, mit ihr telefoniere und dann jetzt auf einmal 15 Minuten hier früher sind. Witzig. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Ja. Nur noch die Wache ablenken. Okay, kann ich hier das Ding runter... Also, ach nee, den Köder. Achso, ich muss ihn da reinwerfen. Aus dem Weg, Kumpel. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Muss mich schnell bewegen. Okay, wir sind drin. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Bin auf dem Weg. Alles Einbildung. So, der hier muss natürlich wieder weg. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Immer da. Oh, habe ich das jetzt so weit weggeschmissen? Dann eben dahin. Wie viel habe ich denn von den Dingern? Was zum... Scheint zu reichen. Unendlich. Okay. Immer diese Schleichmission mit MJ, ne? Was anderes kann sie auch nicht. Was ist das? Das, ein Bildschirm. Da war sicher nichts. Ist das der Wichtige? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Töten? Standish ist in echter Gefahr.
Okay, die Dämonen töten die? Hab's. Weiter jetzt. Und Osborn will die aber hier noch schützen. Da ist er ja. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Hier. Gehen wir hier wieder runter. Wie mächtig die ausgerüstet sind hier. Standish ist sicher, Mann. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Wird gemacht. Sie ist nervös. Da. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Sable scheint auch hier zu sein, oder jedenfalls über Funk. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Nee, ich hoffe, die gehen da lang, dass ich gleich da rein kann. Okay, einer bleibt hier drin, leider. Ich kann aber... Ich muss hier nur durch, schnell durch, auf die Durchreise. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Boah, noch ich einer. Ich seh was. Schau nach. Nein! Scheiße, weil der mich gesehen hat, kommt der jetzt hierher. Kackendreck. Der wird mich jetzt sehen. Oder nee? Nö. Der bleibt da stehen. Gott sei Dank sind die alle dämlich. Keine Sorge, alles okay. Hm. Ich komme jetzt aber trotzdem nicht an dem vorbei. Oh, wieso gehst du denn da lang? Oh, Idiot. Okay. Gut, dass du da lang gehst. Depp. Fahr okay. Das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Er fährt mit dem Fahrzeug weg? Los, los, los. Was? Los, los, los. Ja, ich kann auch hier lang gehen, oder? Ja. Ja, hier ist auch schön. Lieber hinter dem Zelt. Ich dachte, ich muss da lang, wo der LKW gerade gefahren ist. Oh. Oh, der sieht mich nicht. Bin zu weit weg, glaube ich, für den. Geschafft. Okay, schnell, schnell hier hoch, bevor sich das andere bei dem noch füllt. Okay, ein weiterer Werkzeugkasten. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schick noch. Ah, da kam wieder ein Funkspruch von Sable rein. Na. Keine Zeit. Zur Hölle war das. Zentrale? Fehlalarmzentrale. Sektor sauber. Der Sektor ist sauber, ja, alles sauber hier. Kannst du vom Fußboden essen. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Gibt noch mehr Gefangenenlager, glaube ich. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem Alter, mit sich herumträgt. So weit noch. Osborn will ihm keinem anderen. Schon wieder? Was ist mit dem Licht los? Kann ich hier lang gehen? Überprüfe Sektor. Ja. Alles ruhig. Ich kann doch hier hinten lang. Da war doch der Generator gerade gar nicht so wichtig. Los jetzt. Ich bin unterwegs. Hetz mich nicht. Na los, na los. Nehmt mal den mit, der da steht. Der muss mal irgendwie in die Richtung gehen. Oh. Die haben echt keine Reichweite, die Leute, ne? Ja. Da liegen jetzt zwei. So, der kriegt nichts mit. Ich gehe jetzt schnell rein ins Zelt. Standish? Ich bin's, Mary. Ich hoffe, die haben sie nicht gesehen oder das ist eine Falle. Nee, er arbeitet. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Er hat Paranoia. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Ist das... Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Er gehörte nicht zu Sable.
definitiv keine von Sable. Tut mir leid, Charlie. Ich brauche hier Verstärkung. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Grand Central Station, irgendwas am Hauptbahnhof von New York. Am Bahnhof. Oh, da können sich viele, viele Zivilisten dann schädigen, wenn da irgendwas geplant wird. Jetzt ist MJ wahrscheinlich sauer, weil wir sie da zu schnell weggezogen haben, oder? Da hat Peter jetzt ein bisschen was versaut. Ein bisschen wieder zu voreilig gewesen. Aber gut, er wollte sie helfen. Sie wurde mit einer Waffe bedroht, ne? Er hat ja nicht gesehen, wer es ist, der sie da bedroht. Oh, sie geht nach Hause. Beleidigt? Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Naja, unzufrieden. Wir wollten nur ihr Bestes. Meine Güte, ey. Etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst den K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie. Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ, nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Ja, daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut sonst gemacht, wird... du Superheld. Sonst würde sie Pete sagen. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Ein bisschen Dampf ablassen. Okay, wir gehen ein bisschen Dampf ablassen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wenn die nächste Mission hier aufpoppt, werde ich mich hier nochmal ein bisschen um die Stadtteile kümmern. Oh, es sind auch neue Nebenmissionen aufgetaucht. Die können wir dann vielleicht auch nochmal machen. Da können wir auf jeden Fall auch mal Dampf ablassen. Dann die ganzen Taskmaster-Aufgaben, habe ich noch einiges zu tun. Und hier hätten wir dann Tombstone als Nebenaufgabe. Das können wir eigentlich im nächsten Video mal machen, die hier Tombstone. College-Freunde hatten wir da auch noch. Und hier Scharfschützenjagd, okay. Da haben wir auf jeden Fall wieder... einiges zu tun mit... Ach, guck mal, hier in dem Viertel gibt es 6 insgesamt. Nebenmission 0 von 6. 2 sind jetzt schon mal da. Die tauchen immer so Stück für Stückweise nacheinander auf. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe Bock auf Tombstone. Hier, Tombstone unterwegs, Nebenmission. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Dann schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein hier bei Spider-Man. Und danke, dass ihr heute dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.